Das ist die letzte Show der Welt. Herzlich willkommen. Sie sehen zu bei nichts Geringerem als der Revolution des deutschsprachigen Talkshow-Formates. Wir bereiten euch psychisch wertvoll auf eines vor, nämlich das Event am 21. Dezember 2012 im Triebwerk Wiener Neustadt. Und das machen wir mit dieser schönen Show, mit illustren Gästen, einem Schreibtisch, hinter dem sich ein halbseidener Moderator verstecken kann und natürlich mit Musik. Hier ist die Band Bali. Das ist die letzte Show der Welt. Sie kann plakatieren wie keine andere. Sie ist Fernsehredakteurin. Sie hat gefühlte 50 Geschwister. Sie steht auf Kühe und sie ist nach dem besten Wochentag der Welt benannt. Hier ist Babsi Samstag! Yeah! Kommen Sie, kommen Sie! Hallo! Hallo, bitte, nimm Platz. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, nicht. Ich bin durstig. Von den Sojakühen frisch gezapfte Sojamilch. Ja. Liebe Babsi, wir kennen uns seit 2010. Ich erzähle dir kurz einen Schwank, wie ich mich da so erinnere. Es war auf Tour in St. Johann und mir ist es gar nicht aufgefallen. Irgendwie hat sich da ein Mädchen in den Bus geschmuggelt, das mir dann auch mal ein ganz Proviant gefladert hat. Und das warst du! Klingt nach mir, ja. Erinnerst du dich auch an diesen Tag? Ich erinnere mich gut an diesen Tag und an die Nacht und an die Tage danach. Ja, und an deine Chips. Ja, das waren schöne Tage in Salzburg und Innsbruck, oder? Ja, genau. Damals. Ich habe dir verziehen übrigens. Danke, danke. Nur damit wir heute ein bisschen entspannt in das Gespräch rein können, damit nichts zwischen uns ist. Jetzt kann ich wieder gut schlafen heute. Ja, diese Show bringt allen was. Ja. Wie bist du eigentlich zu dieser ganzen Neustadtbahn-Geschichte gestoßen? Wie gesagt, das ist ja seit 2 Jahren oder was? Ja, also bei mir war es Zufall, wenn man es so sagen will. Ich habe dir das Glück, darauf angesprochen zu werden, ob ich nicht in eine WG ziehen will mit der Agnes und dann bin ich in die beste WG der Welt geraten und somit in die Neustadtbank-Bagage reingerutscht. Warst du im Sumpf und hast dir schon schöne eigene Neustadtbank-T-Shirts genäht? Ja, ich nähe selbst gerne viel mit Vergnügen. Du nähst nicht nur viel, du singst auch in einem Chor, du bist sozial engagiert, du plakatierst wie keine andere, spielst in einer Band, reizend. Wie schaut es da aus? Eigentlich aus, habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ja, schaut gut aus. Wir sind sogar dabei, gerade neue Lieder zu schreiben. Wichtige Info, coole Info, wir freuen uns. Und wir sind jetzt wieder zu 5, nachdem die Agnes aus dem Ausland zurück ist. Das heißt, es bestehen Chancen, dass wir mal wieder eine Show spielen und mal wieder zu 5 spielen. Ja, und vielleicht nächstes Jahr Neustadt-Punk-Party. Fix, wäre super. Harry, ruft die Mädels an, sie sind engagiert. Liebe Babsi, was möchtest du einmal werden? Gute Frage. Ich habe viele Ideen. Aber prinzipiell bin ich immer damit überfordert, so weit in die Zukunft zu planen. Was gehört von einem sozialpädagogischen Bauernhof? Ja, hast du richtig gehört? Die Idee besteht, aber das dauert sicher noch Jahre. Aufpassen, ich bin fast in die Jauche gerutscht hier. Bäh. Darf ich dann einen Pony einstellen dort? Ja, wenn du eins hast, gern. Ich werde irgendwann eins haben müssen. Gut, am 21. Dezember ist es soweit. Wir feiern die große Fete. Was erwartest du dir? Was erwarte ich mir? Ich erwarte mir eine unglaubliche Selbstinszenierung von dir und viel, viel mehr. Also ich kann, ja, ich habe schon so viel gehört über diese Show, dass ich gar nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ja, ich habe mir gedacht, ich stelle mich da hin mit einer alten Gitarre und singe halt ein paar alte Bobby-Dings-Lieder. Ja, würd mir auch gefallen. Frank Zappa, so heißt er. Ja, das war schon fast. Wir müssen noch ein bisschen unsere Menschen, Leute unterhalten, die mit unserer Vita gar nichts anfangen und unser Leben für öd halten. Für die haben wir einen Witz vorbereitet. Hier ist ein gespielter Witz. Du bist eine schöne Frau und du spielst auch eine schöne Frau in einem Kuhstall oder in einer Bar oder beim Psychiater, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bin Fotograf und komme auch dazu und sehe dich, ja, und denke mir, pardon, Entschuldigung, ich bin Fotograf und ich suche genau dein Gesicht. Wow, ich bin plastische Chirurgin und ich suche genau dein Gesicht. Doppelter Schenkelklopfer. Ja, das reißt raus, die Quote hier in dieser Sendung, glaube ich. Ein wunderbar gespielter Witz. Die Musik schleicht sich schon hier hinten rein und das heißt für mich, liebe Babsi, Abschied nehmen. Ich danke dir herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei den Kühen. Ich weiß, du stehst auf Kühe. Ich habe sie extra einfliegen lassen. Ich spreche sogar ihre Sprache. Unfassbar. So viel Talent hat dieser Show. Ich fühle mich gerade wie Doris Gold, verstehen. Babsi, herzlichen Dank. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ein Zombie zu Gast in der nächsten Show. Seien Sie gespannt. Auf Wiedersehen. Das ist die letzte Show der Welt. Willkommen, Sie sehen zu. Die letzte Show der Welt. Kommen Sie in Ihrem Mut. Die letzte Show der Welt. Willkommen, Sie sehen zu. Die letzte Show der Welt. Ab jetzt wird alles gut.
Drehen vor.